Einen wunderschönen guten Morgen, lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Freitag, dem 24. Juli. Wir wollen heute auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar schauen, weil, und das wissen Sie als steter Zuschauer bzw. auch Leser der Analysen zum FX-Markt hier, weil der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar natürlich am Freitag den ganz klar bullischsten Wochentag der Handelswoche hat. Mit 74% positiver Schlusspreise ist das mal ganz klar eine Hausnummer. Der Montag mit 61% knüpft dann fast schon daran an, aber unter uns gesagt, die 74% sind wirklich, ja, ich will sagen, nicht, also ich will nicht sagen einzigartig, aber es ist definitiv ein sehr, sehr starker Wert. Also was praktisch 30% auf der Südseite sind, ist alles, was über 70% ist auf der Nordseite. Und insofern muss man hier ganz klar sagen, hat der Markt hier sicherlich eine Bewegung oder Performance hingelegt, die so durchaus ihresgleichen sucht. Also der kanadische Dollar halt am Freitag mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen wohl bemerkt immer wieder sehr, sehr interessant. Auch bedingt dadurch, dass am Freitag häufig sehr, sehr markante Daten aus Kanada kommen und teils auch aus den USA. Wie heute zum Beispiel weniger was, nur Neubauverkäufe zum Beispiel 16 Uhr. Aus Kanada kommt heute beispielsweise mal gar nichts. Also insofern ist es heute ein rein technischer Handel. Aber in der Masse am Freitag eben hier 14:30 gerade aus Kanada immer viel, viel Bewegung, weil da die typische Eröffnungszeit bzw. Bekanntgabezeit von entsprechenden News ist. Heute, wie gesagt, grundsätzlich ein bullischer Tag. Was sehen wir aber hier? Zunächst den 15-Minuten-Chart, den blenden wir mal kurz aus. Wir gehen jetzt mal vielmehr ganz kurz mal auf das Tagesschartbild. Und da haben wir mit der Zinssenkung Kanadas in der Vorwoche hier am Mittwoch einen dynamischen Ausbruch gesehen. Hier am 15.07. schoss das Paar über dieses Widerstandslevel von 28 CAD-Dollar raus. Und das ist natürlich ein Niveau, wo man sagen muss, da hat der Markt sicherlich ja, ganz schön was wegzustecken gehabt, denn das Widerstandslevel, und es gab sicherlich viele, viele Marktteilnehmer, die hier auf den Short-Zug aufspringen wollten, denn das Widerstandslevel war hier immer wieder bekannt dadurch, dass es sich eben hier als Gewinnmitnahmezone darstellt, beziehungsweise ein Bereich ist, der hier grundsätzlich eben Gewinnmitnahmen erlaubt, aber mit so einer Senkung vielmehr ist hier der Knoten nach oben geplatzt, aufgebrochen worden. Der Markt hat hier ganz stürmisch einen Move nach oben vollzogen und jetzt sehen wir hier diese Horizontallinie bei 1,3064. Warum diese Linie? Da ganz kurz für die, die den kanadischen Dollar nicht so oft im Fokus haben, hier mal der Zoom raus. Hier das Niveau aus dem Jahr 2009. Ja, also hier mit dem Ende in Anführungszeichen der Finanzmarktkrise, der breiten Aktienmarkterholung geriet auch der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar unter Druck und wir haben hier eine sehr, sehr große Untertassenformation gesehen. Über mehrere Jahre ganz typisch technisch eine Glanzleistung, die hier absolviert wurde, auch mit diesem inneren Spike hier im Jahr 2011 nach oben, dann wieder zurückgelaufen und hier praktisch eine richtig schöne Untertassenformation gebildet, dessen Kursziel im Übrigen hier bereits im Januar des laufenden Handelsjahres erreicht wurde. Sprich, ganz einfach abgeleitet anhand der Projektion vom Untertassentief hier zum Ausbruchslevel. Hier sogar der kleine Henkel, der Rücklauf. Also das ist wirklich ein Chartbild, was man hier sozusagen in jedes technische Analyse Lernbuch einheften kann nach dem Motto, so sieht eine klassische Untertassenformation aus, eine Trendwendeformation, eine Umkehrformation, die hier eben weitere Gewinne nach oben in Aussicht stellte und so geschehen, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar buchstäblich explodiert. Hier oben bei 1,28 das Widerstandslevel und da sind wir eben jetzt hier rausgebrochen und jetzt haben wir das Level von 2009 eigentlich nur noch vor uns, da muss ich mich nochmal kurz rauszoomen, bevor dann hier oben und das wäre mittelfristig durchaus ein nächster Zielbereich, hier, das ist eine relativ breite Zone, wird noch ein Stück nach oben ergehen, hier die Marke von 1,40 interessant wird. Das ist eine runde Hausnummer, deswegen ist sie interessant, aber allein schon deswegen sollte man diese Marke auf der Pfanne haben. Vor 1,40 würde dann sicherlich die 1,35 interessant werden, aber das ist jetzt hier mal eine mittelfristige Ansage. US-Dollar gegen den kanadischen Dollar müsste hier eigentlich weiter anziehen. Wir haben hier auch mal so eine Art Projektionsverlauf gehabt, auch nach Fibonacci Extensions hier auf Wochenbasis, hier den jüngsten Bewegungsimpuls. 161er Projektion, Verdoppelung, 200% Projektion. Sie sehen, wohin die Reise hier gehen kann. Und wenn wir auch noch eine 281er mal einfügen, was wir jetzt tun, 261er mit Verlaub, dann sehen wir, dass wir hier schon knapp über dem Niveau von 1,35 notieren. Und das, wie gesagt, hier
eine hervorragende Ausgangsbasis für den kanadischen Dollar hier nach oben weiter anzuziehen. Dennoch, wir können kurzfristig sicherlich über das letzte Hoch aus 2009 rausziehen. Rein technisch wäre aber ein Pullback hier in dem Bereich von 1,28, ja, man darf schon sagen, eine Glanzleistung, eine Idealvorstellung des Marktes. Wenn der Preis tatsächlich in dieses Level, in diesem Preisbereich zurücklaufen würde, dann wäre das sicherlich technisch gesehen eine hervorragende Gelegenheit, um hier auf den langfristigen, wahrscheinlich zu erwartenden Aufwärtsimpuls teilzunehmen. Also für alle, die es verpasst haben, jetzt hier ja, vielleicht aufspringen, um kurzfristige Bewegungen in Richtung 1,32 plus mitzunehmen. Wer hier mit weniger Risiko in die laufende Bewegung einsteigen wollte, rein korrektiv würden sich hier eben Rücksetzer bis in den Bereich von 1,28 anbieten, um dann praktisch hier einen Einstieg zu suchen, der mittelfristig 1,35, 1,40 vorauswirft. Das wird spannend. Wie gesagt, heute am bullischen Tag, US-Dollar-Cut bislang wenig unentschlossen. Wir sehen hier einen Tageschart, sehen hier die entsprechenden Tageskerzen. Da kommen wir jetzt auch gleich dann zu dem Intraday-Bild, das wir am Anfang gesehen haben. Der Trend zeigt weiter nach oben. Er hämmert hier förmlich kurz vor der Marke von 1,3064 an das Paar. Und wenn wir uns die Saisonalität nochmal kurz anschauen, neben dem Wochentag, was wir gerade eben schon hatten, da sehen wir, dass wir hier saisonal jetzt bis in den August hinein mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage vor einer sehr, sehr optimistischen Phase stehen, wenngleich hier nicht ganz gerade die mega extremen Ausschläge, aber wir haben es hier zumindest mal mit einem sukzessiven Aufwärtsimpuls rein saisonaler Natur zu tun. Und das könnte rein von der saisonalen Betrachtung her, wir dehnen das mal auf 40 Tage aus, hier durchaus zu einer Performance führen, die hier eben deutlich über 1,3064 rausführt, um dann hier doch noch im Idealfall einen Pullback zu vollziehen. Also ganz, ganz spannende Situation. Hier im Stundenchart, wir bringen übrigens gleich noch eine Analyse zum US-Dollar, Euro-US-Dollar, der hier gerade mit neuen Tagestiefs überzeugt. Sehr, sehr schöner Ausbruch, aber wir wollen uns jetzt hier US-Dollar-Cut zuwenden. Der schlummert hier sozusagen noch in der Asia-Range. 32 Pips hat sich das Paar bewegt. Heute am bullischsten Tag wäre ein Ausbruch über das Vortageshoch, über das Niveau von 1,3064, dann vielleicht eine Impulsindikation hier für Preise in Richtung 1,31 plus. Rein von der Average True Range her gesehen wäre hier 1,3107 das maximale Hoch. Hier haben wir auch anhand von Fibonacci-Pivot-Punkten ein Resistance Level 3, was sozusagen die maximale Ausdehnung bedeutet. Soll heißen, hier nach oben hin ist eigentlich dann, wenn wir ein neues Tageshoch machen, die Chance gut, dass wir eben dieses auch erreichen. Doch Obacht! 74% positiver Schlusspreise sind keine 100%. Insofern alles kann, nichts muss. Der Markt kann natürlich auch nach unten kippen. Jetzt sehen wir hier gerade die 15-Minuten-Kerze, die so ein Stück weit nicht vom Fleck kommt. Wenn wir hier unter den heutigen Pivotpunkt zurückfallen sollten und auch insbesondere unterhalb der Asia-Range, das wäre praktisch der erste Move, zweiter Schritt unter das Pivotpunkt-Level, dann könnte sich hier ein Abwärtsimpuls in Richtung Vortagestief ergeben, was absolut undramatisch wäre, aber rein technisch gesehen durchaus eine Option, die hier den Markt sozusagen ja, weiter nach unten drücken könnte, wenn es denn hier einen Ausbruch aus der Asia-Range nach unten gibt und ein Unterschreiten des Pivot-Level und ein Unterschreiten, Sie sehen es hier ein Stück weit schwächer, des Vorwochenhochs. Ja, dieses Niveau hatten wir hier bei 1,3008, auch runde Hausnummer 1,30 wäre dann gleich wieder im Gebälk sozusagen. Und das sind natürlich hier Ausgangspunkte, die, wenn er den schwächer notieren sollte, hier durchaus Rücksetzer zulassen würden, die dann allerdings natürlich nur kurzfristiger Natur. Und wie gesagt, in den letzten Tagen hatten wir Freitag immer einen bullischen Tag. Mal sehen, ob wir heute eine 75% draus machen oder im Fall eines negativen Tages eine 73% für die Zukunft. Die Kerze, wie gesagt, unentschlossen, rein technisch 32 Pips bislang gelaufen. Das ist gar nichts. Im Schnitt haben wir hier 90 Pips auf der Uhr, das heißt, wir haben heute noch eine Verzweifachung dessen vor uns und damit wird es mal spannend, ob wir hier die Range im Schnitt noch abarbeiten. Beobachten Sie den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar am Freitag immer einen Blick wert. Ich sage Ihnen jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns später beim JFD Live Trading zum DAX und Co. wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.